Morgen Nachmittag, 17 Uhr, wird die Fußball-Europameisterschaft eröffnet. Ein Turnier, bei dem eigentlich zwei Länder gemeinsam Geschichte schreiben wollten. Polen und die Ukraine. Jetzt ist es wie ein Zeichen, dass die Eröffnungsfeier in Warschau stattfindet. Denn die Spiele in der Ukraine erwägen nicht wenige Politiker, auch aus Deutschland sogar zu boykottieren. Was einst ein fußballerisches Signal für die Einheit Europas sein sollte, zeigt nun umso deutlicher, was die Staaten trennt, die Haltung zu Demokratie und Menschenrechten. Aus Polen berichtet Ulrich Adrian, aus der Ukraine Ina Rock. Kurz vor Lemberg, gleich neben dem Stadion. Es sieht aus wie ein Eroberungsversuch, aber sie kommen in friedlicher Absicht. Ja, wir sind so einsam. Und jetzt machen wir Werbung für unseren Campingplatz. Weil wir sind momentan die Einzigen auf unserem Campingplatz. Und wir sind auf der Suche nach Mitstreitern. Die Aussicht aufs Stadion ist super, aber ansonsten ist tatsächlich noch nicht viel los. Dabei wäre Lemberg auch ohne Fußball eine Reise wert. Lemberg ist wunderschön, eine Stadt, deren Geschichte an jeder Ecke spürbar ist. Sie war österreichisch, polnisch, sie hatte viele jüdische Einwohner, sie war nazideutsch, sowjetisch und jetzt ist sie für die Ukraine Gastgeber der EM. Doch Lemberg kann auch so aussehen. Vor ein paar Wochen feierten sie hier noch ihren Helden, den Partisanen Stepan Bandera. Höchst umstritten, denn er hat zwar gegen die Sowjets für eine freie Ukraine gekämpft, sich aber auch an Nazi-Pogromen beteiligt. Die Rechtsaußenpartei Svoboda, die das Fest organisiert hat, ist im Lemberger Stadtrat die stärkste Fraktion. Aber das geht vorüber, sagt der Schriftsteller Juri Andruchowitsch. Lemberg habe die Rechten gewählt, weil das die einzige Opposition war. Denn die Partei von Julia Timoschenko war damals zur Wahl nicht zugelassen. Die Bevölkerung hatte keine Möglichkeit, für diese größte oppositionelle Partei zu stimmen. Und sie haben die andere Möglichkeit, die Rechtsradikalen, ausgewählt. Lemberg will sich weltoffen präsentieren als europäischste Stadt der Ukraine. Andruchowitsch hat sich gewundert, dass man dem Land wegen Timoschenko die EM nicht entzogen hat. Jetzt hofft er, dass die Fans möglichst viel mit den Leuten reden und vor allem eines verstehen. Dass die heutige ukrainische Macht und die ukrainische Gesellschaft, das ukrainische Volk, dass das sich unterscheidet, dass das verschiedene Sachen sind. Zum Reden gab es heute die erste Gelegenheit. Seit dem Abend ist die Fanzone eröffnet. Die ersten Portugiesen wurden auch schon gesichtet. Noch sind nicht viele Fans hier, aber die sind zuversichtlich. Ich denke mal, morgen wird schon eine gewisse Welle noch mal kommen und dann wird alles wunderbar. Wird ein schönes Fest, wird viel Freude sein, die Leute sind hier freundlich, ist alles super. Und wer sich jetzt erst für eine Reise in die Ukraine entschließt, es soll sogar noch Tickets geben. In Warschau gingen heute Nachmittag die Tore auf. Am Kulturpalast ist die Fanmeile eröffnet und hier in Polen warten sie auf bis zu 100.000 Public-Viewing-Gäste, die morgen zum Eröffnungsspiel gegen Griechenland kommen sollen. Polen freut sich auf ein Sommermärchen, hofft auf einen Sieg und ist ganz schön in Feierlaune. Naja, fast alle zumindest. 1000 Freiwillige aus 25 Ländern der Welt haben heute ganz offiziell ihren Dienst angetreten, mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich bin stolz, Bestandteil dieses Festes zu sein. Da wollte ich mitmachen, Teil der Party sein, mein Land zeigen. Unsere Mentalität, unsere Gastfreundschaft, unsere Fröhlichkeit, das ist es wert, gezeigt zu werden. Trotzdem ist hier sehr viel Neues entstanden. Stadien, Straßen, Flughäfen, Autobahnen, das bleibt. Wenn längst kein Fußball mehr gespielt wird, das nimmt die UEFA ja nicht mit nach Hause. Das bleibt im Land. Ein Boykott der Ukraine wurde in Polen übrigens bis zuletzt strikt abgelehnt. Sport ist nicht Politik, sagt die große Mehrheit der Fußballfans. Und alle hier kennen die Gründe gut. Die Ukraine könnte nach der EM Richtung Russland abdriften. Wir Polen sind jetzt der Führer in Osteuropa. Wir haben Verantwortung, egal ob in der Ukraine jemand im Gefängnis sitzt oder ob da eine Oligarchenklicke regiert. Es muss gelingen, die Ukraine auf unsere Seite zu ziehen, egal was es kostet.